Hallo zu einem weiteren Update zu Juicy Fields. Gerade kam diese E-Mail rein vom Juicy Fields Account mit weiteren Informationen. Ich kann natürlich wie immer nicht beurteilen, wie wahr das alles ist und wer eigentlich diese E-Mail geschickt hat. Nichtsdestotrotz ist es sehr interessant und ich möchte es einfach mal mit euch durchgehen. Also es geht darum, dass hier der Friedrich oder vielleicht Friedrich Graf von Luxburg beschuldigt wird, als die Person zu sein, die hinter allen Problemen mit Juicy Fields steht. Scheinbar heißt im Prinzip nach dem, was hier in diesem Text steht, hat Juicy Fields Kontakt mit dem Herrn Graf von Luxburg aufgenommen, um die Probleme mit der BaFin zu lösen. Dafür wurde der gute Graf wohl scheinbar ziemlich fürstlich entlohnt, mit 100.000 bis 300.000 Euro pro Monat für seine juristischen Services. Dann heißt es hier, die Empfehlung des Grafen war, eine Firma in den Niederlanden zu gründen, die Juicy Fields Holdings BV, die er dann scheinbar auch gegründet hat und wo dieser Dr. Müller als Direktor und Boardmember eingesetzt wurde. Dr. Müller, heißt es hier, ist quasi unter Kontrolle von Luxburg. So wurde wohl den anderen Gründern und Betreibern von Juicy Fields in Deutschland versprochen, dass sie eigentlich auch Direktoren und Boardmember dieser niederländischen Firma werden sollten. Das ist aber scheinbar nie geschehen. Was dann jetzt hier die Verbindung mit der Schweizer Juicy Fields AG genau ist, erschließt sich mir aus dem Text nicht, scheint für mich aber jetzt an der Stelle auch nicht furchtbar wichtig zu sein. Hier wird dann gesagt, dass das von Luxburg im Prinzip die ganze Zeit wohl vorhatte, die Juicy Fields Plattform zu übernehmen und sozusagen von ihren Gründern und Entwicklern loszulösen. Was jetzt wird wirklich spannend eigentlich, scheinbar heißt es hier dann, dass während den letzten 10 Tagen von Luxburg versucht hat, die Bankkonten der Firma zu übernehmen in Zypern. Und dass die Bank danach wohl die Juicy Fields informiert hat, dass da irgendwas passiert, was nicht okay ist. Und das hat wohl dazu geführt, dass diese Bankkonten komplett eingefroren sind oder eingefroren wurden. Naja, und dann sind all diese Spekulationen hochgekommen, die ihr ja auch alle mitbekommen habt auf diesem Kanal und auf anderen Kanälen, dass es sich bei Juicy Fields um ein Ponzi-Schema handelt, dass alles Betrug ist. Und natürlich wird hier gesagt, dass das weit entfernt von der Wahrheit ist. Und dass Juicy Fields ein legit Unternehmen ist. Die Problematik natürlich, dass die Bankkonten eingefroren sind, hat natürlich dann dazu geführt, dass auch alle Business-Aktivitäten eingefroren wurden. Darum passiert ja jetzt auch einfach nichts, so jedenfalls die Aussage hier. Was für mich Sinn macht, das ist in Übereinstimmung mit dem, was wir auch beobachten können. Was allerdings jetzt kommt, ist eigentlich ziemlich ermutigend, aber auch da können wir natürlich nie beurteilen, ob das richtig ist. Wir müssen auch noch in Betracht ziehen, dass es natürlich das Verfahren jetzt von der BaFin gibt und es soll sogar eine Strafzahlung in der Höhe von 1 Million angeordnet worden sein. Auch wissen wir ja nicht, wie viel Geld jetzt tatsächlich auf diesen Bankkonten noch liegt. Jedenfalls heißt es hier, dass die Macher von Juicy Fields einen formalen Prozess starten wollen, um die Investoren, also uns alle, die E-Growers, auszubezahlen, wenn wir das möchten. Und die Information dazu soll bald kommen. Im Parallel soll gerade an einer neuen Plattform gearbeitet werden, die dann auch konform ist mit den Regularien. Die soll im September gelauncht werden und es soll im August dazu weitere Informationen geben. So wie ich das verstehe, werden dann den bestehenden E-Growers im Prinzip das Angebot gemacht, entweder werdet ihr ausbezahlt oder ihr macht mit der neuen Plattform weiter. Und da, wenn das so kommt, muss natürlich einfach jeder sich überlegen, was er machen möchte. Ja, dann heißt es hier nochmal, ja, wir sind auf jeden Fall dedicated, also wir wollen die Probleme lösen, wir konzentrieren uns darauf. Die Problematik so ein bisschen ist, es ist unklar, wer das jetzt hier geschrieben hat. Ne? Also es ist Juicy Fields Founding Members. Das können jetzt die Leute sein, die Juicy Fields wirklich gegründet haben. Das kann einfach irgendjemand sein, der Zugang zu dieser E-Mail-Adresse hat oder dieser E-Mail-Liste hat. Schwer zu sagen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein sehr interessantes Stück Information. Vielleicht auch noch ganz interessant, ich wurde heute auf Telegram tatsächlich angeschrieben von jemandem vom ZDF, von einem derer investigativen Journale, die wohl etwas über Juicy Fields machen wollen. Ganz spannend, welche Kreise das so zieht.
Naja, ich wollte euch das jedenfalls mitteilen hier. Ich hoffe, die Information ist hilfreich für euch. Ich freue mich wie immer über Feedback. Und wenn ihr noch keine Abonnenten des Kanals seid, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Informationen wie diese. Bis dann. Ciao.